Hallo ihr lieben Kreativen, wir haben ein neues Sommer-DIY für dich, Windlichter selber basteln. Wir benötigen folgende Dinge. Einfach ein paar leere Gläser, eine Kordel, Acrylmarker, Dekoupagekleber, eine Schere und Trockenblumen bzw. gepresste Blüten. So, wir wickeln die Kordel um das Glas, schnappen uns den Dekoupagekleber und packen einfach die getrockneten Blüten oder gepressten Blüten drauf. Wir haben uns hier für den matten Dekoupagekleber entschieden. Dabei ist wichtig, dass man den recht gleichmäßig verteilt. Pack die Blüten einfach so drauf, wie es dir gefällt. Nun schnappen wir uns in einen Acrylmarker und verzieren das weitere Glas einfach mit ein paar Herzchen. Du kannst natürlich auch ganz andere Sachen draufmalen. Schon ist es auch schon fertig, aber wir machen doch noch ein paar Punkte. Jetzt aber. Das nutzen wir auch einfach als Vase für Trockenblumen. Nun kannst du alles einfach so dekorieren, wie es dir gefällt. Und deiner schönen Sommerdeko steht nichts mehr im Wege. Wir wünschen dir viel Spaß beim Nachmachen. Abonnieren, liken und kommentieren nicht vergessen. Dankeschön!